Wir sind eingebogen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier nun in die Zielgerade bei den Amadeus Junior Specials hier in Lambrechtshausen. Bei besten äußerlichen Bedingungen stehen wir kurz vor den Finales, den Grand Prix bei den Children, Ponys, Junioren und jungen Reitern. Doch zuvor abgehandelt wurden die zwei nationalen Springen mit zwei Siegerinnen. Zum einen bei den Children, zum anderen bei den Ponys mit Sophie Züger und Antonia Weichselbraun-Jutzer. Sophie, Kidam Debré war heute dein Spitzenpferd und hat dich zum Sieg getragen. Wie warst du das Gefühl am Finaltag? Ja, es war sehr schön, da ich ihn erst seit 3 Monaten habe und das war unser erster großer Sieg. Ja, das hört sich schon mal ganz gut an, weil es waren ja heute ganz, ganz wenige Null-Fehler-Ritte. Du warst eine der wenigen, die es geschafft haben, die Aufgabe von Franz Madl hier fehlerfrei zu bewältigen. An was ist gelegen? War der Parcours so schwierig oder waren wir vor der großen Kulisse ein bisschen eingeschüchtert und ein bisschen nervös? Nein, eigentlich gar nichts von beiden. Ich habe mir einfach nur gedacht, es soll Spaß machen und dann bin ich einfach reingeritten. Ja, ihr seid hier mit einer ganz großen Truppe aus dem Burgenland angereist, mit der Patricia N. Garleitner. Schon als Hintergedanke auch Qualifikation für die Amadeus Horse Indoors im Dezember. Ist das auch ein Ziel für dich? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt froh, dass ich da null gegangen bin und jetzt gehen wir auf jeden Fall auch noch Horse Indoors. Jetzt glaube ich, bist du zum ersten Mal hier in Lambrechtshausen, weit weg von zu Hause. Wie gefällt es dir denn überhaupt im Salzburger Flachgau im Westen Österreichs? Also mir gefällt es hier sehr gut. Schönes Wetter war, außer halt vorgestern. Also wieder mal eine Reise wert, dass du noch einmal kommst zu uns hier nach Lambrechtshausen? Auf jeden Fall. Eine, die was fein hat, weil sie ist in Lambrechtshausen zu Hause, ist die Antonia Weichselbraun-Jutzer. Und sie ist, glaube ich, so richtig auf den Geschmack gekommen, Interviews zu geben, denn sie steht zum zweiten Mal heute schon bei mir. Antonia, beim letzten Mal war es noch die Carlotta, dein Großpferd, dass du siegreich über die Piste gesteuert hast. Heute hat es mit der Little Lady genauso geklappt. Aber Little Lady hat nicht ganz so durchgezogen von Anfang an, wie sie es eigentlich gewohnt ist. Ja, sie war halt schon ein bisschen müde. Sie war müde, also ein richtiger Sonntagspony heute. Antonia, wie hast du den Parcours heute gesehen? Ja, ich habe schon gefunden, dass er schwierig gebaut war. War er schon schwierig gebaut? So, heute zum zweiten Mal die österreichische Bundeshymne für dich gespielt worden. Der Papa hat sie im Magna Racino spielen lassen. Also ist es jetzt schon so gang und gäbe, dass jetzt überall die österreichische Hymne gespielt wird für die Familie Jutzer? Ja. Also das ist mein Papa mal nichts nach. Antonia, was sind jetzt deine großen Ziele heuer noch? Wie geht's weiter und hast du jetzt Blut geleckt? Bist du nächstes Jahr auf der internationalen Basis mit dem Pferd und dem Pony dabei? Das weiß ich noch nicht, genau. Wollen, schon, wissen, nicht? Ja, schon. Vielleicht. Ja, das ist typisches Gene der Familie Jutzer. Nur nichts raushängen lassen, alles seriös und mit Ruhe angehen und lieber einmal sagen, vielleicht schauen wir mal, als wie große Toni Spücken. Das ist die charmante Siegerin aus Lambrechtshausen und die Sophie Züger aus dem Burgenland. Das war's von den nationalen Springen hier bei den Amadeus Junior Specials und wir melden uns in Kürze wieder mit den Siegern in den Grand Prix.